Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zum Indie Monday Stream oder wie auch immer man ihn nennen mag. Auf dem YouTube-Kanal, wo ihr es vielleicht gerade auch noch seht, ist es natürlich das Short Let's Play auf meinem Kanal. Heute haben wir Starhammer The Vanguard Prophecy. Ich hoffe, meine englische Aussprache war halbwegs okay, diesmal bei der Aussprache des Titels. Es ist ein taktisches Flottenkommandospiel mit einer storybasierten Kampagne und einem Skirmish-Modus, wenn man will. Das Ganze basiert später rundenweise, kann man den Flotten Befehlen geben und die attackieren dementsprechend feindliche Schiffe oder nutzen ihre Waffen. Ich habe die erste Mission schon mal angespielt gehabt, war ziemlich interessant. Wer sowas wie, sag ich mal, schon mal Flotilla gemocht hat, wer es kennt, ist auch ein Indie-Spiel oder Nexus the Jupiter Incident. Dazwischen bewegt sich das so ein bisschen, obwohl Nexus the Jupiter Incident war ja ein durchlaufendes taktisches Flottenspiel, wo man pausieren konnte zwischendurch, und hier haben wir wirklich, wir machen unsere Züge, sagen jetzt go und dann läuft das erstmal eine gewisse Zeit, bis wir wieder agieren dürfen in der Schlacht rein. Generell im Chat wird schon gefragt, gibt es eine Kampagne? Ja, es ist kampagnenbasiert oder skirmishbasiert, es ist nicht Open World in dem Kampf. Ich habe jetzt einmal angegeben, dass wir eine neue Kampagne starten. Wir werden einfach mal auf normal reingehen. In the 2020 century. Ich mache einfach so ein bisschen auf Deutsch. Wir haben die sterbende Erde verlassen. So, um ein neues Zuhause zu suchen. Die Reise von Gliese 581D dauerte 146 Erdenjahre. Also alte Erde. Und wurde Novus genannt. Als sie wieder gelandet ist, glaube ich. Also die Sion Corporation wurde Ministries. Became Ministries, würde ich sagen, wurden zu den Anführern oder beziehungsweise haben die Verwaltung übernommen. Und haben das neue Land kultiviert. Also Wildnis wurde kultiviert. Kultiviert und integriert. Na, mein Englisch ist auch wieder super dafür. Jedenfalls, wir haben die alte Erde verlassen. Das habe ich schon verstanden, das reicht. So, wir haben gelernt, dass das Leben in den Kolonien schwieriger ist und nicht friedlich. Die treffen halt auf eine feindliche Rasse insgesamt. Dieser Konflikt war chaotisch und nie endend. Naja, das Böse ist einfach da. 14 Jahre später, unsere Anführer, Who's Afraid with the own wall? War heroes have become... Kriegshelden sind Politiker geworden. Und die Niederlagen vor 14 Jahren wurden von einer neuen Generation vergessen. Ist das die gleiche Story wie Beyond Earth? Nein, es ist nicht die gleiche Story wie Beyond Earth, wird im Chat gerade gemeint. Ist halt schade, dass Englisch ist, weil da habe ich ein Defizit. Ich versuche es gerade ein bisschen auszubessern immer wieder. Weil normalerweise glaube ich, die Story ist eigentlich ein generelles Dialogfenster aufploppen mit später auch Chat-Elementen, beziehungsweise dann sieht man halt, man kennt es so wie in dem ersten StarCraft damals, wo die einzelnen Herrschaften da miteinander kommunizieren, bevor die Mission losgeht. So, es geht jetzt erstmal um Rendezvous mit der NSG 7. Performance Report with Commander Tenshin. Ich glaube, der Commander Tenshin sind wir eigentlich. Es ist nicht so einfach, sein Englisch zu verbessern langfristig, beziehungsweise kurzfristig. Langfristig wird es dann besser. At some sort of heaven's surface putting me off. Complete the search and rescue training mission. So viel Englisch, das Spiel ist nichts für mich. Hauptsache, ich weiß, was ich in den Missionen tun muss. Und das weiß ich, es ist 9 Tage davor. Und jetzt sind wir eigentlich schon im taktischen Bildschirm drin, wo wir am Anfang 2 Jäger steuern. Ich glaube, es ist ein Kreuzer und ein Flaggschiff. Die Valoran. Die Valoran ist halt, ja, unser Hauptschiff letztendlich. Wir sehen hier,
dass wir jederzeit das, den Kampf stoppen oder weiterlaufen lassen können. Und das wäre halt die normale taktische Übersicht und das Interface, womit wir arbeiten müssen. So, es tut mir leid, dich aus dem Bett geklingelt zu haben. Du bist one of the Swordfish Thrusters. Der Gegner wird nicht warten, bis die Alarmuhr schellt. Da können wir es auch aufklicken und dann können wir, naja, da können wir den Dialog halt besser verfolgen, weil wir haben ja zwischen den Runden auch die Zeit, mal eben hier was zu lesen. Getting play with the real toys. Ja, jetzt geht es darum, dass die Operation mir schon gezeigt wird. Während die sich da oben noch unterhalten. Wir wissen eigentlich, wir müssen mit dem Utility Ship, die Klabautermann Horsey 2, sollen wir uns treffen, beziehungsweise wir sollen die einfangen. Dazu haben wir hier den Destroyer, das ist die Liberty 2 Hammerhead. Obwohl das, oder ist das die Valoran dann? Jetzt wollen die uns das Movement erklären, kann ich euch gleich aber auch erklären einfach, das kenne ich schon. Destroyer Corvette. Haben sie wohl mit den Namen ein bisschen durcheinander gebracht. Ist egal, wir können auf jeden Fall hier vorne sehen, da ist der Bereich, wie wir das Schiff wenden und nach vorne schicken könnten. Ich lese nicht alles vor, sage ich mal eben zum Chat. Und dementsprechend wird das in den Zug gehen. Was noch eine Besonderheit hier ist, wir können dementsprechend, wie wir uns ausrichten wollen. Zurzeit haben wir keine Feinde in der Umgebung, können wir auch sagen, ich schieße mich weg. hat jetzt im Chat gerade geschrieben. Kann dementsprechend die Energie von den Schiffen anders einteilen. Das kennt man noch so ein bisschen aus X-Wing damals. Wir können entweder auf Waffen, Triebwerke oder Schilde gehen. Wo wir hier zum Beispiel alles auf die Engines packen können. 80% Energie auf Engines. Wir sehen direkt, wir können einen weiteren Winkel eindrehen. Oder können halt weiter fliegen mit dem einzelnen Schiff. Jetzt, wo wir den Waypoint erreichen müssen, ist das natürlich eine ganz gute Praxis. Da einfach mal alles immer wieder auf Energie zu pappen. Weil wir bedeutend schneller vorankommen. Hier unten links haben wir die Schilde, wie die eingeteilt sind. Unterschiedliche Stärken werden natürlich im Kampf dann dementsprechend beschädigt, von welcher Richtung wir angeschossen werden. So, weil jetzt gerade das Movement erklärt wurde und ich es einfach weitergeklickt habe, nochmal kurz was dazu. Hier wird nämlich darüber gesprochen, zum einen können wir einblenden, wo unsere Waffenbänke hinzielen. Also alles, was in dem Bereich ist, wird von unserem Schiff angegriffen. Das sehen wir bei der Corvette, die hat Geschütze hinten und vorne. Medium Laser, Frontal und die Light Laser, das müsste nach hinten sein. Und können auch Eingaben geben, was soll das denn angreifen? Soll es das angreifen? Soll es das nächste angreifen? Soll es das schwächste angreifen? Soll es das stärkste Schiff angreifen? Das kleinste, das größte? Und dementsprechend reagieren halt die Kanonen auf das, was vor denen ist. Und unser Flaggschiff hier oben, beziehungsweise die Hammerhead, der Destroyer, der verfügt über ein paar mehr Waffen, wie den Laserbeam oder die Heavy Laser. Aber das ist im Moment jetzt gerade noch ein bisschen interessant. Wir können hier übrigens auch Presence laden. Vorgefertigte Energieeinteilung, also dass wir Full Weapons, Full Shields, Full Engines automatisch gehen oder Balance, alles zusammen. Aber können das natürlich auch komplett individuell gestalten. So. Wenn wir unseren Zug dann fertig haben. Ah ne, im Movement gibt es nur eine Sache. Wir können... gute Information von der Bonuspool. Der Admiral heißt Valoran, das Schiff heißt anders. Genau. Ja, move Valorans Flagship to the Waypoint. Das macht dann auch Sinn. Weil wir haben noch hier die Change Plane. Also wir haben kein zweidimensionales Schlachtfeld, sondern können wirklich auch hier die Höhe verändern. Also können mit den Schiffen hoch und runter fliegen. Auf unterschiedliche Ebenen, was natürlich kampftechnisch auch ganz praktisch ist, weil sonst kann es teilweise zu Kollisionen kommen im Kampf. Und hier oben können wir die unterschiedlichen Kameraperspektiven wählen. Ich wähle jetzt die Freak-Kamera. Obwohl das eher interessant wird, wenn jetzt nachher das Spiel ein bisschen abläuft.
Und sobald wir alles so haben, wie wir es haben wollen, hier sind noch ein paar andere Befehle, die kommen wir nachher eh noch dran, machen wir einfach Entern und dann läuft halt unsere Runde. Wir sehen halt alle Schiffsbewegungen, die ablaufen, auch wenn gefeuert wird, sehen wir es. Und nähern uns dementsprechend dem Schiff nach und nach. Habe ich wieder eine Sprachbarriere in der Zunge. So. Ja, jetzt erzählt er mir die 5 Kameramodose. Modes. Oder dann, dass ich damit Kamera mit W als D auch noch so bewegen kann. Und dass ich bis zu 8 Schiffe haben kann und die mit 1 bis 8 durchselektieren kann. Mit F kann ich fokussen auf jedes einzelne Schiff. Auswählen, F geht da drauf. Hier haben wir eine Übersichtskarte. Eine Overhead-Kamera. Mal gucken, wie es ist, wenn wir jetzt entern. Ja, dann geht es auch einfach ganz normal weiter. Grafisch das Spiel, muss man sagen, okay. Also es sieht ganz nett aus. Man sieht aber nachher vor allem bei den Effekten der Waffen so ein paar Mängel, würde ich sagen. Da hätten sie wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen können. Ich gehe mal mit der Musik ein bisschen runter, weil die ist mir auch schon ein bisschen zu laut. So. Jetzt wollen wir das Kommandomenü hier unten ein bisschen erklären. Hier geht es aber nur darum, wie ich das Schiff reagiert, zum Beispiel mit dem Autofire. Dann können wir auch sagen, reparier bitte das Schiff. Wir können sagen, ram den Gegner. Wir können sagen, starte Drohnen. Wir können sagen, schieß doch mal eine Rakete ab. Oder benutze Countermeasures. Ich denke, es sind Gegenmaßnahmen gegen Raketen, die gegen uns abgefeuert werden. Wem es nicht aufgefallen ist, sind übrigens jetzt feindliche Raiders gekommen. Aus dem Nichts heraus. Jetzt sieht man aber auch hier auf der Nähe, dass so die Textur und alles ist halt sehr zweckmäßig. Vor allem ist mir das aufgefallen, dass die kleinen Schiffe texturell besser, also schlechter gestellt sind als die großen Schiffe. Ich finde, die großen Schiffe machen besser was her. Auch so von den Reflexionseffekten. Das kommt bei den kleinen Schiffen natürlich nicht so gut rüber. Um mal kurz da drauf zu klicken. So, Feinde in der Nähe, werden wir erstmal balanciert vorgehen. Ich drehe den mal so ein bisschen rüber und lasse den mal einfach auf den Autofire-Mode. So, ihr auch balanciert rüber. Euch schicken wir mal eine Ebene nach oben. Sehen übrigens hier auch die Waffenstärken. Wenn wir Full Weapon gehen, sehen wir auch, dass wir einen erhöhten Schaden haben auf den leichten Lasern. So, hatte der es hier balanciert übernommen? Ja. Was wir auch schon machen können, wir können Raketen feuern. Was echt super ist, weil Raketen super mächtig sind. Deshalb sind die natürlich auch begrenzt. Da werden die Raketen schon gefeuert. Die auch erst nächste Runde einschlagen. Aber es erinnert mich so geil an damals Wing Commander. Ich habe Wing Commander damals die Bücher gelesen. Und da gab es halt vor allem mit den Kreuzern, da wird ja sehr viel mit Raketen geschossen. Und das Buch und der Film, der später ja auch kam, der handelt ja von dem Raketenkreuzer, der mit Cruise Missiles gegen Kilrassi gekämpft hatte. Oder beziehungsweise Torpedos. Und die versteckten sich ja irgendwann in dem Feld. Und dann wird halt immer darüber gesprochen, wie diese Torpedos abgefeuert werden auf einen. Und das ist schon, das erinnert mich immer daran, wie man so fette Raketen quer durchs All schickt, um irgendwas in die Luft zu jagen. Die sind natürlich jetzt alle gerade ein bisschen angepisst, weil das Schiff zerstört wurde. Aber da hatte ich eh keine Chance, das zu retten.
Das habe ich schon vorhin erklärt. Und das Shield Balancing auch. Du kannst eh sehen, wie stark die Raketen sind. In letzter Sekunde. Geh mal einen hoch. Und halt den Frontteil vor dir. So, volle Power auf Waffen. Achso, man kann Replay angucken auch noch. Das interessiert mich jetzt gerade noch nicht. Du drehst dich bitte auch um. Auch voll Energie auf Waffen. Unser Schlachtschiff. Full Weapons, wenn das rot ist, würden wir übrigens, glaube ich, mit was kollidieren. Das wäre hier der kleine Asteroid. Geht nur um den kleinen hier. Oder? Ah ne, der Raider hat auch noch Schaden. Dann dreh du dich mal so rum. Weil dann ist er genau im Rücken von ihm. Und er hat ja auch Geschütze nach hinten. Ah, da ist er auch platt. Wir sehen übrigens hier auch, wie die Schilde immer mehr abnehmen. Können auch jetzt einfach sagen, jetzt ist uns gerade wichtig, alles auf die Frontschilde zu knallen. Und bauen halt von den anderen Schilden ein bisschen was ab. Sollen wir versuchen, den Gegner zu rammen? Ach, no target in range. Da muss ich auch noch näher sein. Ach so, weil der da unten ist. Der ist auf der gleichen Ebene wie ich. Na komm, mach den platt. Oh, gibt's doch nicht. Sieht trotzdem so aus, wenn die sich rammen würden. Moment, dann machen wir es anders. Dann schicken wir den noch einen runter. Der hat gar keine Schilde mehr. Jetzt haben wir ihn. So, und das ist eigentlich in dem Sinne die erste Mission. Ich sehe gerade im Chat wird schon ein bisschen über Graduated Space Battles gesprochen. Ich finde, da ist aber ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Spielen, weil GSB, wo auch ein zweiter Teil von rauskommt, den hatten wir auch schon beim Stream drin, ist ja die Sache, bei GSB mache ich die gesamte Flottenplanung und schicke die dann los. Also ich gebe einmal die Information, die Flotte soll sich so verhalten, dieses Schiff soll sich so verhalten, dieses Schiff soll sich so verhalten. Und dann sage ich auf gut Glück, jetzt ballert euch mal gegenseitig in die Fresse. Während wir hier halt wirklich eine bessere Kontrolle über unsere Flotte haben. Man hat halt mehr taktische Elemente, um da nochmal einzugreifen und muss halt nicht alles vorher auf dem Reißbrett planen. Mir wird gratuliert, dass ich nicht gestorben bin, aber ich hätte nie gedacht, dass ich sterbe in der ersten Mission.